Wir haben uns für den heutigen Abend und für die beiden nächsten Tage das Thema gewählt, Umgang mit Emotionen aus buddhistischer Sicht. Ihr wisst, dass ich oft was auch aus psychotherapeutischer Sicht einfließen lasse. Für mich ist das ein Weg geworden, ein Weg, den ich den Weg des heilenden Erwachens nenne, ein Weg der Heilung und des Erwachens, wo eins eigentlich die Definition oder Beschreibung fürs andere ist. Was ist Heilung? Heilung ist, voll und ganz zu dem zu erwachen, was in uns ist. Was ist Erwachen? Ganz rund zu werden aus allem, was uns krank macht, innerlich, psychisch belastet, aus all den, wie es im Dharma heißt, im Buddhismus, in der buddhistischen Lehre, aus all den emotionalen und kognitiven Schleiern auszusteigen, sie aufzulösen. Damit habe ich mir auch das erste Stichwort geliefert. Man kann die buddhistische Lehre mit diesen Begriffen beschreiben. Worum geht es? Es geht ums Erwachen. Und was ist Erwachen? Ist das Auflösen aller emotionalen Enge, Beklemmung, aller emotionalen Schleier. Das ist so der technische Ausdruck dafür. Und da hinzu kommt, das ist noch nicht alles, das Auflösen aller kognitiven Schleier. Damit ist die Verzerrung unserer Wahrnehmung gemeint aufgrund von Annahmen über die Wirklichkeit. Zum Beispiel, während wir jetzt hören und spüren und gemeinsam hier im Raum sind, die Annahme immer wieder zu unterhalten, dass wir getrennt sind voneinander, viel getrennter, als wir es tatsächlich sind. Das nennt man einen kognitiven Schleier, diese Annahme eines getrennten Erlebenden hier und jemandem total Getrennten gegenüber. Wir sind getrennt, das ist klar, wir sind nicht eins, aber wir übertreiben diese Trennung. Ein anderer kognitiver Schleier ist, dass wir das Gefühl haben und überzeugt sind davon, dass es etwas ganz Stabiles in uns gibt, also in mir gibt, dieses Selbst, dieses Ich, die Seele, ein Wesenskern, etwas, was mich persönlich, individuell auf Dauer ausmacht und gleich bleibt, von der Kindheit bis jetzt. Das bin ich und das bin ich und das bin ich und ich bin es auch jetzt. Und dieses Gleichbleibende, was uns von anderen unterscheidet, das ist eine Annahme, wenn wir sie untersuchen. Da finden wir etwas, was immer gleich bleibt. Da finden wir dieses Gewahrsein, dieses Grundgewahrsein. Wir finden die Qualitäten des Wahrnehmens, des Lebenkönnens, des Mitfühlens. Wir finden so viele Qualitäten, die unseren Geist beschreiben. Aber die hat unser Nachbar auch, unsere Nachbarin auch. Die unterscheiden uns gar nicht von anderen. Das sind Grundqualitäten des Geistes. Wir beschreiben die manchmal auch als die Buddha-Natur. Wir beschreiben sie manchmal als das Wesen des Geistes, als Natur des Geistes. Und die Annahme, dass da ein individuelles Selbst wäre, etwas, was mich dauerhaft und immer gleich unterscheidet von anderen, da gibt es keinen Anhaltspunkt dafür. Sobald wir anfangen zu forschen, entdecken wir, dass das, was wir unser persönliches Ich nennen, ein Prozess ist. Ständig im Prozess der emotionalen Kräfte, die in uns wirken, die Erinnerungen, die in uns wirken, all das, was uns gestaltet und formt und wo wir ständig weiter gestalten. Dieses Ich, das wir deutlich fühlen, ist Prozess. Und das für etwas Stabiles zu halten, nennt man einen kognitiven Schleier. Und obwohl ich das jetzt als erstes beschrieben habe, wird es in diesem Kurs nicht darum gehen. Es wird in diesem Kurs um die emotionalen Anteile gehen. Wir werden stärker damit arbeiten. Diese kognitiven Schleier, die kann man eigentlich nur durch ganz tiefe Introspektion auflösen. Dafür braucht es tiefe meditative Praxis, Einsichtsmeditation. Dazu ist der Rahmen ein wenig kurz, ein wenig begrenzt an diesem Wochen. So ein bisschen können wir hinschauen. Wir werden da auch Fortschritte machen, denke ich. Was wir angehen werden, ist, dass wir unsere Herzenspraxis vertiefen. So habe ich ja auch diese schöne Begegnung mit euch genannt, die wir im Buddha-Haus hatten. Da waren einige von euch da.
Grund auch das erste Seminar, was iShem organisiert hat, ging schon zu diesem Thema. Wir werden das auffrischen, was eigentlich unser Herzensanliegen ist, worum es uns in diesem Leben geht und wie wir dieses Herzensanliegen als inneren Leitfaden weiter kultivieren, weiter gestalten in den emotionalen Herausforderungen. Von denen bringt uns das Leben ja dann doch meistens genug. Da haben wir sehr viel Stoff und wir wollen dann schauen, wie wir da uns nicht verlieren, sondern tiefer zu uns selber finden können in diesen Herausforderungen. Als Einstieg möchte ich euch einen Überblick geben über eine Struktur, die sich sehr bewährt hat im Arbeiten mit Emotionen. Das sind 5 Schritte. Der Buddha hatte ursprünglich 7 Schritte genannt, die kondensiert werden können in 5. Und ich möchte die euch im Überblick jetzt erklären und dann machen wir in den Sitzungen des Wochenendes, gehen wir die Schritte eine nach dem anderen durch. Der erste Schritt heißt Innehalten. Nehmen wir eine Emotion als Beispiel. Fangen wir mal mit dem Ärger an. Ich werde ärgerlich, etwas nervt mich, jemand nervt mich, eine Situation fordert mich heraus. Ich bin kurz davor zu reagieren und merke aber, oh, ich bin ärgerlich. Und wenn ich jetzt einfach so rausplatze, geht das schief. Ich kenne mich so weit, dass ich weiß, dass so wie ich jetzt sprechen würde oder reagieren würde, das nicht besonders hilfreich wäre. Erster Schritt, innehalten. Wie man so gut sagt, 3-mal durchatmen, wenn wir können. Gewahr werden. Okay, pass auf, jetzt ist gerade was dabei, ein bisschen schief zu gehen. Nimm dir einen Moment Zeit. Atme erstmal, gewinn etwas Zeit, um... Ist das extra? Es passt, Michaela. Michaela, magst du die einfach mal anlassen noch eine Weile? Aber tönt jetzt normal, also morgen früh. Ach so, du hast dann nachts, hast du nachts Achtsamkeitspause? Ich habe die auch eine Weile benutzt. Ich hatte die auf meinem Computer installiert und habe dann jeweils bei meiner Computerarbeit mir so eine viertelstündige kleine Achtsamkeitspause gegönnt. Also eine Pause für Achtsamkeit. Ja, dieses Innehalten, das kam ja genau richtig, ist der Moment, wo wir merken, oh, wo möchte ich eigentlich hin? Zum Beispiel ein Gespräch mit meiner Partnerin, mit meinem Partner oder am Arbeitsplatz oder mit Kindern oder irgendetwas, wo es schwierig und herausfordernd wird. Und dann, wenn ich ärgerlich werde, gut, ich habe vielleicht einen Grund, ärgerlich zu werden, aber wichtiger noch ist mein wirkliches Anliegen. Worum geht es mir eigentlich in dem Gespräch? Wo möchte ich eigentlich wirklich hin? Und wenn ich gestalten möchte, wenn ich mein Leben in die Hand nehmen möchte, dann brauche ich, bevor ich impulsiv reagiere und es dann wieder schief geht, brauche ich diesen Moment des Innehaltens und dann kommt sofort der zweite Schritt. Das tun, was mir und der Situation hilft. Man nennt das Heilmittel anwenden. Zweiter Schritt heißt die Heilmittel anwenden, die hilfreichen Methoden zum Einsatz bringen. Was auch immer das gerade ist. Es kann Körperachtsamkeit sein. Es kann sein, dass ich mich an die Zuflucht erinnere, dass ich innerlich ein Gebet mache. Die Methoden werden wir noch uns genauer anschauen. Also natürlich nur einige im Rahmen dieses Wochenendes. Aber das, was mir dann hilfreich vorkommt für mich und die Gesamtsituation, das bringe ich dann zum Einsatz. Man nennt das Heilmittel anwenden. In den traditionellen Büchern wird es auch manchmal Gegenmittel genannt oder Antidotes. Aber dasselbe Wort, was da benutzt wird, ist auch das Wort, was man in der Medizin einsetzt für Heilmittel, für Arzneien.
Der dritte Schritt ergibt sich aus dem zweiten, weil die größten Heilmittel sind die, mit denen wir unsere Sicht der Situation ändern. Man nennt das Umwandeln. Umwandeln unserer Sicht der Situation. Klassische Beispiele kennt ihr schon. Eben noch ärgere ich mich, dann merke ich, oh, da gibt es was zu lernen. Und ich betrachte die emotional geladene Situation jetzt als Lehrerin. Ich nehme eine ganz andere Sicht ein. Das Unwillkommene wird zu etwas potenziell Wertvollem, von dem ich einiges lernen könnte. Ist natürlich ein radikaler Wandel. Erst wollte ich es wegschieben, jetzt sage ich, okay, mal gucken, was das Gutes bringt. In der tibetischen Tradition ist ein Beispiel für dieses Transformieren, für dieses Umwandeln zu sagen, der andere, der mich nervt oder meine Emotion, ist der Guru, ist der Lama. Der Lama kommt zu Besuch. Als Lehrer, als Lehrerin. Und die Beispiele gehen noch weiter, werden auch subtiler, zum Beispiel ein wesentlicher Teil, ich werde auch darüber sprechen im Laufe des Wochenendes, ist die tibetische Praxis, sich selbst und den anderen als potenziellen Buddha wahrzunehmen. Zum Beispiel als Avalokiteshvara, Buddha der mitfühlenden Weisheit. Oder Tara. Das heißt nicht, dass ich jetzt, zum Beispiel wenn ich jetzt dich anschaue, dich weiß malen muss und dann mir vorstelle, du wärst die weiße Tara, sondern das ist wie in der herausfordernden Situation, Kontakt mit dem Herzen und dem Potenzial in mir selbst und dem anderen aufzunehmen und nicht mehr auf der Ebene zu bleiben, wo es schwierig ist oder wo auch großes Verlangen und Ablehnung und diese ganzen Kräfte spielen, sondern auf die Ebene zu gehen, wo unser wahres Potenzial ist. Diese Änderung der Sichtweise ist so stark, dass es da manchmal sein kann, dass das, was vorher belastend war, kaum noch wahrgenommen wird. Ich hatte vorgestern in einem Vortrag eine Frau, die mir von einem Beispiel berichtete, wo sie so im Herzenskontakt war mit der anderen Person und eine dritte Person mit im Raum war und sagte, hast du nicht gemerkt, wie der dich ständig provoziert hat? Hat sie nicht gemerkt, weil sie auf der Herzensebene verbunden war und die dritte Person war sehr überrascht, wie gut das Gespräch lief, obwohl da eine Menge Provokationen in der Luft lagen. Aber da die Verbindung auf einer anderen Ebene eingegangen wurde, hat diese andere Sichtweise der Situation das Minenfeld entschärft. Ja, also hat die Ladung rausgenommen, beziehungsweise es wurde nicht persönlich genommen, was da an persönlicher Ladung oder Angriff drin war. Das ist also das Umwandeln der Sichtweise und das kann sehr weit gehen. Es kann so weit gehen, dass man die schwierigen Situationen sogar willkommen heißt. Es ist selten, eher selten. Ich freue mich immer, wenn es dann mal spontan auftaucht, dass eine schwierige Situation willkommen wird im ersten Moment schon. Es braucht meistens einiges, bis ich entdecke, dass sie ein Geschenk ist. Und dann kommen wir zum vierten Schritt. Wenn wir eine Emotion, ein starkes Gefühl ganz annehmen können, dann sind wir auch in der Lage, in ihr Wesen zu schauen, ihre wahre Natur. Das heißt, uns ihr ganz zuzuwenden und wie zu versuchen, ihr Zentrum aufzusuchen. Man nennt diesen vierten Schritt in die Natur der Emotion schauen. Und was entdecken wir da? Gar nichts. Gar nichts. Da ist nichts, was fassbar wäre, nichts da, was uns so bedrängt hat. Stärkste Eifersucht, stärkste Begierde, Verlangen, auch Momente von Stolz enthüllen sich als nicht mehr fassbar. In dem Moment, wo wir uns dem Erleben voll und ganz zuwenden und nicht mehr mit dem Inhalt verbunden sind, sondern mit dem eigentlichen Wesen der Emotion, löst sie sich auf.
bei einem völlig direkten, unmittelbaren Sehen ist es ein sofortiges Auflösen. Und wenn das Sehen nicht ganz so komplett ist, dann erleben wir zumindest ein Decrescendo, ein allmähliches Sich-Auflösen der Emotionen. Und wenn das zur vertrauten Erfahrung geworden ist, dann können wir im fünften Schritt die Emotionen als Weg nehmen. Das bedeutet, dass wir emotional geladene Situationen aufsuchen und stimulieren, provozieren, uns provozieren lassen. Brauchen wir meistens nicht, ja? Haben wir genug von. In Freiburg, wo ich lange Zeit das Dharma-Zentrum auch geleitet habe, dann sage ich dann immer, wem es wirklich nicht reicht, der kann ja mal ein Dharma-Zentrum leiten. Es ist eine Menge los. Auch im Kloster, es war eine Menge los. Ja, also die Emotionen anheizen ist nicht etwas, was wir dieses Wochenende üben werden. Wir nehmen es, wie es kommt, auch wenn es ein ganz lauer Kurs wird. Die Emotionen anheizen ist etwas, was in den 6 Yogas, in den 6 Dharmas von Naropa gelehrt wird. Etwas eher Untypisches in der buddhistischen Szene und geht nicht so in dieser Beschreibung auf Buddha Shakyamuni zurück. Die klassische Theravada-Beschreibung beinhaltet die ersten 4 Schritte und dieser 5., dieses Anheizen, um mit den Spuren, den Resten von unseren emotionalen Mustern aufzuräumen. Das ist eine zusätzliche Praxis, die man unter sehr geschützten Bedingungen macht. Man muss nämlich wirklich in der Lage sein, genau da aufzuhören, wo man noch in der Lage ist, zu schauen und loszulassen, um dieses Hineingehen in die Emotionen und das abrupte Schauen und Loslassen wirklich zu meistern und zu üben und sich nicht drin zu verfangen. Das heißt, man muss wirklich sehr gut schon diese innere Selbstregulation gelernt haben. Das war ein kleiner Überblick und ich bin euch noch etwas schuldig, und zwar eine Definition des Ausdrucks Emotion. Das habe ich noch gar nicht definiert. Und vielleicht sind da bei euch auch schon Fragezeichen aufgetaucht, denn auf Deutsch nennen wir ja auch Freude eine Emotion oder Dankbarkeit oder Liebe. Das ist aber gar nicht, was hier gemeint ist. Hier sind die belastenden Emotionen gemeint, die unser Herz eng machen und unser Geist eng machen, die uns verwirren. Das Sanskritwort dafür heißt Klesha. Und vielleicht wisst ihr, dass Klesha so viel heißt wie ein Gebrechen. Etwas, was eine echte Krankheit darstellt. Es ist ein Gebrechen. Wir leiden an den Kleshas. Sie machen uns, und das schwingt eben auch mit, zu emotional Behinderten. Und wenn wir jetzt Emotion sagen, in dem Kontext dieses Seminars, müsst ihr euch immer daran erinnern, wir brauchen so einen kurzen Begriff wie den hier, aber eigentlich sind die verwirrenden, belastenden, verstrickenden Geistesregungen gemeint. Die sind gemeint und denen geben wir jetzt diesen Begriff. Warum ist das so? Weil, schaut mal, wenn wir wirklich Freude erleben, das macht unser Herz nicht eng, das macht unser Geist nicht, sondern macht uns weit. Echte Liebe macht uns weit. Verliebt sein ist schon was anderes, da ist ein starkes Greifen dabei. Aber echte Liebe macht weit, Mitgefühl macht weit, macht warm. Da ist nichts Belastendes drin. Das ist der Unterschied zwischen den heilsamen Gefühlsbewegungen. Das sind ja auch Gefühle, diese heilsamen Emotionen. Das sind heilsame Geisteszustände und die werden wir auch immer wieder ansprechen, weil die haben sehr viel damit zu tun, was wir als Kräfte ins Spiel bringen können, um uns nicht so mit den nicht heilsamen Geistesbewegung zu identifizieren, nicht so zu verstricken da drin. Aber Thema des Kurses war Umgang mit den Herausforderungen und das sind diese Kleshas, die emotional belastenden Stimmungen, Gefühle, Emotionen. Ja. Ist dasselbe wie auf Pali Kilesa. Ja. Mhm.
Und auf Tibetisch heißt, wurde das Wort jetzt gar nicht wörtlich übersetzt, sondern sinnentsprechend als Nyenmongpa. Nyen heißt betrunken, verrückt. Und ist dasselbe Wort, was man für den Vollrausch benutzt. Ja, also berauscht. Man ist Nyen, man ist richtig verwirrt, man ist, sieht nicht mehr klar. Es ist alles wie betrunken oder verrückt. Die Nyenpas waren auch die Verrückten in Tibet. Und Mong, die zweite Silbe, bedeutet dumpf, dumm. Bedeutet, so ist so eine Schwere, drückt das aus, einen schweren Geist, etwas Enges, Dumpfes. Die Kombination von verwirrt und dumpf, das ist die Übersetzung für Klesha, Kilesa. Für diese Emotionen, um die es geht. Und ein Teil unserer Arbeit besteht darin, überhaupt zu merken, dass die Emotionen, die wir ja, müssen wir ja zugeben, total gerne haben. Ne? Wenn wir uns aufregen und ärgern, soll ja niemand kommen und unseren Ärger wegnehmen. Okay? Wir mögen unseren Ärger. Wir sind richtig lebendig. Je weiter südwärts wir in Europa gehen, desto mehr gehört zum Lebensgefühl dazu. Und unser Verlangen, unsere Begierde, was auch immer, das gibt richtig Lebenskraft. Da sind wir, da haben wir das Gefühl, das ist direkt mit der Kreativität und Ausdruck und so total verbunden damit. Und Durchsetzungsvermögen und Eifersucht und Stolz, das verwebt sich alles zu einem Ganzen. Da haben wir gesagt, ja, ist doch gesund, muss man doch ein bisschen sich so. Und das wollen wir ein bisschen entwirren, um zu merken, wo unser Geist verwirrt und eng und dumpf wird und wo auch da gesunde Kräfte dran sind. In jeder emotionalen Bewegung ist etwas ganz Gesundes, etwas Urgesundes. Und um den Dharma-Weg richtig zu verstehen, geht es darum, die Lebenskraft, die in den Emotionen gebunden ist, freizusetzen, zugänglich zu machen und das, was eng und verwirrt macht, das, was dumpf macht, was bewirkt, dass wir nicht mehr klar sehen, das entspannen wir, durchschauen wir. Das andere wird sich von selbst dann vermehren. Und warum ich dieses Thema gewählt habe, ist, weil es mein Anliegen ist, spirituelle Irrwege direkt zu benennen, anzusprechen und auch mitzuhelfen, sie aufzulösen. Ich habe nämlich viele langjährige Praktizierende gesehen, mich selbst inklusive, die mit der Zeit ihre eigene Lebenskraft ausgebremst haben. Und dieses Phänomen hängt mit unserer Haltung gegenüber dem Denken zusammen, ein Ausdruck unseres bewegten Seins, der Dynamik unseres Geistes und unsere Haltung gegenüber Emotionen, als dürften die nicht sein. Es ist auch eine Achtsamkeitsglocke. Ganz andere Art. Ja, nur unachtsam. Ist okay. Ist okay. Also das ist etwas, was ihr vielleicht bemerkt habt, wenn ihr euch mal so umschaut, aber auch schaut vor allen Dingen mal in euch selber. Wir gehen den Weg oft mit dem Wunsch, besser zu werden. Und da schwingt auch ein Gefühl von Reinheit mit. Ich möchte reiner werden, klarer. Und wenn ich an Reinheit denke und daran denke, dass ein Weg des Erwachens ist, dann habe ich auch gehört, dass man dann frei wird von Emotionen. Und dann sind die Emotionen ja so dann mehr oder weniger bewusst die erklärten Gegner des Erwachens und dieser Reinheit. Und da ist genau der Punkt. Es gibt auch einen Ausdruck, der heißt Klesha Mara, wo in der traditionellen buddhistischen Sicht die emotionale Verstrickung als Feind des Erwachens, als Gegenkraft des Erwachens ganz klar benannt wird. Eine von den vier Maras. Was aber gemeint ist, ist nicht, dass emotionale Regungen in sich schlecht wären oder irgendwie was ein Problem damit wäre, sondern wenn wir uns mit ihnen verstricken, wenn wir ihnen auf den Leim gehen. Und
da müssen wir wirklich unterscheiden zwischen der emotionalen Regung, dem Gefühl, was entsteht, der Betroffenheit, dem Erleben, was da passiert, und der Verstrickung, der Identifikation mit diesem Erleben. Und meistens wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Wir wollen die Emotionen nicht haben, wir verdrängen sie, wir unterdrücken sie. Ich bin auch immer heiliger geworden, bis zu dem Punkt, wo es nicht mehr möglich war, mir selber was vorzumachen und anderen. Und dann von da an bin ich etwas natürlicher geworden. Das ist auch ein Weg der Heilung. Und ich kenne diese Sackgassen, habe sie um mich herum beobachtet, sehe sie immer wieder und merke, wie Menschen, die hochmotiviert auf den Weg gehen, mit der Zeit grau werden. Man kann es ihnen fast schon anschauen. Wunderbar motivierte Menschen, zum Teil in Roben gekleidet, die aber irgendwas mit ihrer Lebenskraft machen und denken, die sind nicht mehr ganz gesund. Irgendwie geht es denen denn gut? Ja? Und dazu habt ihr nicht so ganz die Zeit, weil ihr seid im Alltag genug eingebunden. Aber wenn ihr könntet und viel Zeit hättet und intensiv meditieren würdet, wäre ich sicher, dass genau diese Abneigung den eigenen Emotionen gegenüber euch auch dazu bringen würde, immer die ruhigeren Geisteszustände zu suchen und auszuweichen, dem Schwierigen auszuweichen, also euch irgendwo einzurichten, wo es sich angenehmer anfühlt. Und das sind Irrwege. Das sind spirituelle Irrwege und auch darum wird es auf diesem Kurs gehen. Glaubt nur nicht, dass ich aus diesen Sackgassen schon irgendwie überall frei wäre, aber ich kenne sie zumindest und befreie mich immer wieder daraus. Immer wieder und jedes Mal mit großer Freude. Ja, lasst uns eine erste Übung machen. Das war jetzt so, dann haben wir Zeit für Fragen. Erste Übung ist klar eine Übung des Innehaltens. Jetzt gerade war was, vielleicht auch viele Fragezeichen. Und jetzt möchte ich euch in einer einfachen Grundübung anleiten, die uns hilft, anzukommen. Jetzt gerade, wohin ist eure Aufmerksamkeit gegangen in dem Moment, wo ihr nicht mehr zuzuhören braucht? Wo war sie gerade und wo ist sie jetzt? Sobald wir innehalten, passiert etwas ganz Natürliches, dass wir unseren Körper und unsere Stimmung, unsere Gefühle wieder deutlicher wahrnehmen. Und vielleicht auch noch ein paar nachklingende Gedanken haben. Ich lade euch ein, einfach mal hinzufühlen, wie sich eure Aufmerksamkeit bewegt, wo sie sich hingezogen fühlt, sobald ich kein Wort mehr sage. Bitte versucht nicht zu meditieren, einige fangen schon an zu meditieren. Schaut einfach nur, wo die Aufmerksamkeit von selber hingeht und gebt ihr allen Raum, alle Möglichkeiten, sich zu bewegen. Na, wo ist das Gewahrsein jetzt? Wir machen die Übung gleich nochmal. Ihr habt vielleicht ein Phänomen bemerkt. Ein sehr wichtiges Phänomen. Die einzige Einladung, Aufforderung war ja, aufmerksam zu sein und zu bemerken, wo die Aufmerksamkeit von selber hingeht, ohne sie zu richten. Wenn wir das wirklich tun, ist es unglaublich, wie stabil der Geist dadurch wird. Was für eine stabile Präsenz da zu bemerken ist. Wenn wir merken, dass wir denken, merken wir, dass wir denken in dem Moment, denkt es aber selten weiter. Es sei denn, wir möchten bewusst etwas denken, dann denkt es bewusst weiter. Wir spüren unseren Körper, wir hören, wir merken einen Gedanken und wir haben es vielleicht bemerkt, dass wir aufmerksam sein konnten, ohne zu kontrollieren. Wir brauchten nicht zu kontrollieren, sondern nur Gewahrsein,
was ist. Lasst uns das nochmal machen. Nochmal. Stellt euch vor, Riesenfeld und der Geist darf galoppieren, wohin er will, in alle Himmelsrichtungen. Überall hin. Aber schlag bewusst. Bemerkt, was sich im Geist abspielt, wie es sich anfühlt. Bleibt gewahr. Immer wieder lass dem Geist den Freiraum, einfach zu sein, aktiv zu sein. Und spürt, wie es sich anfühlt, gewahr zu sein. Danke, vielen Dank. Ja, ich habe ja auch einen kleinen Gong, kleine Klatsche. Ich wäre froh, ein paar Rückmeldungen zu kriegen, gerade zu der Übung. Wir kommen dann zu den Fragen zum Vortrag auch gleich noch. Wie ist es euch ergangen mit der Übung? Wer möchte etwas dazu sagen oder zu fragen? Wenn ihr was fragt, kann ich mehr erklären, sonst erkläre ich. Ja. Also wenn ich gemerkt habe, wenn ich mir gewahr war, dass mein Geist abgeschlossen ist, dann richtig gemacht, durch meine Achtsamkeit wieder in das Gewahre zu gehen, dass ich hier bin, also mich selbst wieder zurückzuholen, wenn er abgeschweift ist. Ja, ich habe dich verstanden. Sag mal, hast du das Gewahrsein, also den Geist zurückgeholt oder war er dann einfach zurück? Ich bilde mir ein, dass ich nachgeholfen habe. Du hast ein bisschen nachgeholfen. Das ist meine Einbildung. Ja, nenn dir das. Ich glaube, dass dein Gefühl gar nicht trügt. Kannst du das noch genauer beschreiben, wie du nachgeholfen hast? Ja, indem ich achtsam war in dem Moment, als ich gemerkt habe, ich schweife zu weit ab. Ich weiß nicht, wie ich es umschreibe. Ja. Du beschreibst es super. Ich helfe dir noch ein bisschen mit so den Worten, die es gut beschreiben. Du hast dich was abgeschweift und dann hast du dich erinnert. Ja. Gell? Du hast dich erinnert. Ah, geht doch darum, gewahr zu sein, bewusst zu sein. Und dieses, dass du dich erinnert hast, das war der Anteil, wo du selber nachgeholfen hast. Dieses sich erinnern, das nennt man Sati auf Pali. Drenpa auf Tibetisch, das ist das, was es dem Gewahrsein ermöglicht, wieder gewahr zu sein. Das ist, damit, durch dieses Erinnern holen wir uns zum Wesentlichen zurück, zu dem, was wir uns selbst als Aufgabe gestellt haben. Und das ist da, wo du nachgeholfen hast. Und in dem Moment, wo du das tust, bist du draußen aus der Gedankenkette und hast das Gefühl, egal wo du innerlich warst, in welchen Welt, bist wieder da. Das erleben wir so. Wir holen den Geist gar nicht zurück, aber wir sind wieder da. Und wir hätten Mühe, die Gedankenkette wieder anzufangen. Und dann, das können wir, aber das wäre schon eine Anstrengung. Wir sind einfach erstmal wie so ein Gummiband wieder zurück. Ja, wieder in entspannten Zustand. Und wir waren vorher in so einer gedanklichen Spannung, denkenden, fühlenden Spannung. Und das Gewahrsein bewirkt, kommen wir wieder zurück. Super. Denkt noch jemand eine andere Beschreibung? Wie ist es euch gegangen damit? Astra. Vielleicht auch der anschließende Frage, also das Gewahrsam und die Achtheit. Nennst du es jetzt gerade Gewahrsam? Gewahrsein. Gewahrsein und Achtsamkeit, genau. Mhm. Ich erlebe das auch so, dass das Gewahrsein eben sein, also es ist da, ja, aber es ist manchmal so, dass ich, also als würde ich es eben nicht wahrnehmen, verstehst du, das war sein, also es ist da und trotzdem nehme ich es nicht immer wahr, aber in dem Moment, in dem ich achtsam bin, dann ist es wie, als wäre mein Fokus drauf und dann nehme ich wahr, dass es da ist. Ich kann es vielleicht jetzt schwer erklären, aber... Das ist genauso, wie es ist. Ich kann das nur unterstreichen. War da überhaupt eine Frage drin? Habe ich da was überhört? Ja, ich glaube, ich bin mir da nicht sicher. Also wahrscheinlich ist meine Frage, ob ich das richtig wahrgenommen habe. Denn diese Worte Achtsamkeit und Gewahrsein werden häufig so, also für mich noch unklar benutzt. Ja. Und jetzt, wenn ich da nochmal so reinspüre gerade, dann ist es wie auch gerade der andere gerade beschrieben hat, dass ich mit dem Mittel der Achtsamkeit
wieder zurückkomme zu dem Gewahrsein. Ja, das da ist. Das hast du sehr schön beschrieben. Ja. Weißt du, es benutzen so viele Menschen die Worte Achtsamkeit und Gewahrsein, dass wir uns gar nicht einigen können, was genau gemeint ist. Genau. Wir können jetzt für diesen Kurs vielleicht eine kleine Definition versuchen. Und du hast die eigentlich so benutzt, wie ich es auch erlebe. Also in dem Moment, wo jetzt die Erinnerung kam, es geht ja eigentlich darum, so achtsam, bewusst zu sein, dann ist das, was ich dann auch Aufmerksamkeit nenne, die Aufmerksamkeit ist wieder ins Erleben zurückgekehrt, in ein Erleben, was jetzt kein Erleben in Vorstellung war, das ist ja auch ein Erleben, sondern es ist wieder zurückgekehrt in das, was jetzt ohnehin abläuft, wie ich mich fühle, wie es ist zu sein. Und das verbindest du mit diesem Gewahrsein. Das Sein wird wieder bewusst. Mhm. Und da ist es ja interessant, wo war denn da eigentlich die Achtsamkeit? Das wäre jetzt meine Frage an dich. Also du hast es so erlebt, dass die Achtsamkeit sich dann dem Sein zuwendet. Habe ich das richtig verstanden? Ja, irgendwie schon, ja. Mhm. Okay, da kann ich anschließen. Und zwar, weil das eine sehr anspruchsvolle Übung eigentlich, die ich mit euch gemacht habe. Manche Dharma-Lehrer würden die als anspruchsvoll bezeichnen, weil ich euch kein Objekt für eure Achtsamkeit gegeben habe. Ich habe euch nicht gesagt, kommt zurück zum Atem oder achte darauf, mach dieses mit. Ich habe nur gesagt, seid bewusst, gebt allen Raum, was immer kommt, ist in Ordnung, lasst alles zu, lasst den Geist frei und gleichzeitig bleibt gewahr. Und da passiert etwas, da passieren zwei Phänomene. Kann sein, dass ihr die bemerkt habt. Zum einen ist da eine Achtsamkeit, die folgt den verschiedenen Sinneseindrücken, den Denkspuren, den Gefühlen und die fließt so durch verschiedene Bereiche unseres Seins, ist wie so ein Radar, der so rumgeht, ja, und alles so spürt. Das ist vielleicht eine Erfahrung, die ihr gemacht habt. Da wart ihr mal kurz beim Geräusch, dann habt ihr ein Gefühl gehabt, dann habt ihr gemerkt, da war ein Gedanke, ein Kommentar, dann wart ihr wieder einfach bewusst und habt den Atem vielleicht gespürt, den Körper. Das nennt man, in der Theravada-Tradition nennt man das die Achtsamkeit ohne Stütze. In Wirklichkeit ist es eine leichte Stütze, aber mit einer Wechsel. Denn jedes Mal ist die Achtsamkeit mit einem der anderen Sinneseindruck beschäftigt, irgendwo in unseren sechs Sinnen. Es gibt aber auch eine andere Erfahrung, haben auch einige von euch gemacht, dass es Momente gab, wo ihr wie gar nichts bemerkt habt, nichts Besonderes, aber gemerkt habt, dass ihr bewusst wart. Das ist auch interessant. Da richtet sich die Achtsamkeit, diese Fähigkeit, aufmerksam, gewahr zu sein, richtet sich auf sich selbst. Das Gewahrsein wird sich bewusst, gewahr zu sein. Wir haben dann noch so Kommentare, ich bin gewahr, ich bin bewusst, das ist wieder so eine zusätzliche Schleife, aber eigentlich ist da so ein Gefühl, einfach zu sein, ohne dass der Geist irgendwo anders hingeht. Und diese Fähigkeit, dass die Aufmerksamkeit bewusst wird, wie sich Gewahrsein anfühlt, das ist eine wichtige Überleitung in die Mahamudra-Meditation, wo es darum geht, dass das Gewahrsein in sich selber ruht. Das Gewahrsein nimmt sich nicht selbst zum Objekt, sondern diese aufmerksame Fähigkeit, die sonst immer wie so ein Radar das ganze Leben abtastet, richtet sich zunächst mal in das Erleben von gewahrem Sein und entspannt sich dann vertrauensvoll da drin. Und löst sich darin in einem einfach nur gewahren Sein auf, ohne immer diese Trennung des Beobachtens aufrechtzuerhalten. Da habe ich euch jetzt ein klein bisschen mit vertraut gemacht schon. Und da ihr beide schon mit euren Bemerkungen mir die Vorlagen gegeben habt für diese weiteren Erklärungen, machen wir doch die Übung gleich nochmal, ja, um zu gucken, was jetzt passiert. Und wenn was nicht klar ist, frag. Du guckst so, als ob. Ist okay? Hast du Fragen dazu? Oder? Ich warte erst. Du wartest noch ein bisschen. Okay.
Also man kann gar nichts falsch machen. Und beide haben das Wort richtig benutzt. Ich bin ja sowas von allergisch auf dieses Wort richtig, ob ihr es richtig gemacht habt. Ihr könnt nichts falsch machen. Ihr könnt deswegen auch nichts richtig machen. Okay? Gibt's gar nicht. Gibt's gar nicht. Euer Erleben ist das Einzige, was ihr habt. Ihr dürft total vertrauen. Euer Erleben ist genauso, wie ihr es erlebt. Ich würde mir nie erlauben, irgendwas daran rumzudoktern oder etwas daran falsch zu finden. Das gibt's überhaupt nicht. Es gibt gar kein Falsches. Es gibt nur manchmal die Schwierigkeit, es auszudrücken. Das gibt es. Aber da gibt es auch kein Falsch und Richtig. Also auch jetzt. Hattest du die Hand in der Höhe? Ja? Kannst du die immer anfangen? Na klar, ich wollte da gerade noch ein bisschen was sagen. Ich glaube, die ist auch jedes Mal ein bisschen anders. Also wir sind wieder einfach mal da. Es ist gut, wenn ihr lacht. Das ist die beste Art, da zu sein. Seid so entspannt, da wie es geht, ohne irgendwas zu wollen. Schon gar nicht mit dem, also lass den Wunsch, was jetzt richtig zu machen, das geht überhaupt nicht. Einfach nur sein. Und gebt eurer inneren Dynamik wieder allen Raum, wirklich alles. Denken, fühlen, spüren, riechen, hören, was auch immer. Sehen natürlich. Und dann beobachtet mal, schaut mal, wo es die Dynamik des inneren Erlebens hinzieht, wo sie sich ausdrückt, was da eigentlich passiert. Wie ist es, gewahr zu sein? Wie ist es, gewahr zu sein? Und jetzt, wenn ihr so gewahr seid, dann geht noch ein kleines Schrittchen weiter und freut euch daran, so bewusst zu sein. Genießt es einfach. Und natürlich schaut darauf, dass ihr euch in keiner Weise einschränkt dabei. Gewahr sein und das Genießen ganz bewusst zu sein. Ja, und noch nicht zu lang. Übrigens möchte ich euch erklären, das Mikro hier scheint diesem, ich weiß nicht, wie der technische Ausdruck ist, aber springt erst mit einer Verzögerung an. Hat aber den Vorteil, dass wenn ich nicht spreche, dass es sofort sich runterregelt und wir kein Verstärkergeräusch haben, während ich schweige, was ein super Vorteil ist. Aber manchmal springt es so plötzlich an, dass es für euch schmerzhaft sein kann, dass plötzlich meine Sprache so laut rüberkommt. Ja? Ich wollte euch das nur sagen, das hängt mit diesem Verstärkereffekt zusammen. Ich hätte gern eine Uhrzeit, denn ich möchte auf jeden Fall auch eine Pause machen. Das kann ich aus der Viertel neun. 20 vor 9. Schon 20 vor 9. Wir brauchen eine Pause.